Hallo, willkommen zu neuen Replay. Heute haben wir ein Nomad-Mega-Zufall. Jeder gegen jeden. Und Salami gespielt gegen, ich bin nicht sicher, ob ich ein paar der Leute kenne. Ich glaube, Co. habe ich mal gelesen. Aber ich glaube, dass das alles eher so. Also kann schon sein, dass das gute Spieler sind. Ne? Aber also so Top 100, ich weiß nicht, ob ich da schon mal einen von gelesen habe. Wüsste ich jetzt auf jeden Fall nicht einzuordnen. Also und da war das eventuell wirklich ein Lobby-Spiel, was er da gemacht hat. Und er macht eigentlich nur diese Spiele derzeit, wenn man seine Game History anschaut. Er ist tatsächlich, wo ist er denn auf der Map? Wo ist das winzig? Er ist auf jeden Fall einer, der das Hardcore viel spielt im Moment. Und ja, mal gucken, was er da diesmal anstellt. Die Frage ist halt, worum macht das auch? Macht das halt, um sich auf irgendwas vorzubereiten, das kommt? Oder hat er wirklich einen Riesenspaß daran? Nicht alle Pros sind begeistert von der Idee, habe ich einen Eindruck, von diesem Spiel. Also von Nomad Mega Zufall. Und da laufen sie. Müsste mehr als einer sein, da unten ist der andere. Ja, mega Zufall heißt ja, man weiß wirklich gar nichts. Ne? Also, man weiß ja nicht, ob es irgendwie eine bestimmte Anzahl von irgendwas gibt. Und von daher denke ich mal, geht da einfach nur rum, um vielleicht auch zu gucken, wo die gegnerischen Lager sind. Aber auch so ein Stück weit, also er ist ja ein Mongole, ne? Dass er auch seinen Redoubt nachher gut benutzen kann. Also sucht vielleicht einen 8000er Goldvorrat, könnte ich mir vorstellen. Hat sich jetzt hier oben für die Rehe entschieden, weil Rehe und ne, Dings da ist. Und sein Obo kann er da auch hinstellen. Weiß nicht, ob auf dem Weg dahin. Also die Karte ist ja eigentlich nicht aufdecken gerade. Das heißt, die wurde gespielt mit Aufdecken. Also ich sehe gerade, die sehen alle Ressourcen. Okay, das kann man natürlich auch machen. Ist halt immer eine Frage der Einstellung. Ne? Das ist kein Fog of War. Also es gibt Fog of War, aber die Karte hat man zumindest aufgedeckt unter dem Fog of War. Das heißt, im Grunde genommen muss man gar nicht scouten, was natürlich für Nomad-Modus ein bisschen, na, jeder wie er möchte. Das heißt, er hat eigentlich gewusst, dass er dahin wollte. Deswegen geht er auch zielgerichtet dahin mit beiden Arbeitern. Bin mal gespannt. Es war übrigens jetzt hier am die Tage ein großes Turnier gewesen, obwohl ich da irgendwie mit den Daten, die drauf waren, ein bisschen verwirrt bin. In jedem Fall kann ich leider die Spiele nicht zeigen, weil jetzt gerade wieder ein Mini-Patch gekommen ist, der eigentlich fast gar nichts gepatcht hat, hatte ich den Eindruck. Und von da sind die Replays alle Olilolo weg, ja. Also ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal die Finalspiele angeguckt. So, er hat zwei Obos, also kann ich ja nur eins gleichzeitig bauen, aber er hat, ne, Steine für zwei Obos. Das war auf jeden Fall ein großes Turnier gewesen jetzt. Wo die Liste sagt, dass es noch ein Finale geben soll, obwohl in der Liste gleichzeitig steht, dass das Finale schon gespielt wurde. Ich bin final sehr verwirrt, was da gerade abgeht. Ich muss nochmal die Anleitung downloaden, aber die Replays kann ich eh nicht casten, wie gesagt, weil der Patch gewesen ist. So, da kommt da. Ja, mit drei Mann dauert das ein bisschen zu bauen. Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er diese Ecke unbedingt haben will. Er ist ja zielgerichtet hingegangen, hätte auch überall anders hingehen können. Und die Frage ist halt, warum? Da oben ist eine Menge Gold. Also gerade hier Doppelgold, also er hätte ja auch, ne, Doppelbären, Doppelgold, heilige Stätte. Hier ist ja auch Holz. Er hätte ja auch hier oben bauen können. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass die Leute wegen der heiligen Stätte ihn besuchen kommen. Und wollte jetzt hier nicht daneben stehen. Aber da oben gibt es ja ein kleines Vermögen, ne? Die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wo sind die Gegner? Na, hat er nur einen gesehen, das kann ihm fast egal sein. Da gibt es ja einen riesen Knubbel, also was ist seine Idee, um damit fertig zu werden mit den Gegnern? Die Nachbarn direkt auslöschen, also Aggression machen, Wirtschaft gehen, hoffen, dass sie keiner angreift, was wahrscheinlich die meisten machen werden. Mega Zufall übrigens, also auf der einen Seite denke ich, dass alles mega Zufall ist. Ne? Da können immer zwei, drei kommen, die euch gleichzeitig angreifen, hat das Spiel verloren. Auf der anderen Seite, ich habe ja schon einen Haufen Spiele der Pros da drin gesehen, vor allem auch von Salami. Und die gewinnen häufiger als die mega zufälligen anderen Spieler. Also da ist, glaube ich, schon eine ganze Menge, was man da machen kann. Also ich sage nicht, dass man in jedem Spiel, ne, wenn man super ist, unbedingt gewinnen muss, weil, wie gesagt, können ja auch mehrere Leute auf einen draufklopfen. Aber die Pros gewinnen da auf jeden Fall sehr viel häufiger, ist mein Eindruck. Also gibt es anscheinend schon was, was man tun kann. Also auch wenn sich Leute gegen einen verbünden. Ich gucke mir immer noch die Ressourcen so ein bisschen an, warum man sich wirklich so komplett mittig gestellt hat. Wahrscheinlich, weil er einfach Zugang auf alle Ressourcen hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die anderen sich halt seitlich hingestellt haben irgendwo, ne, dann ist das Problem, dass die eben am Anfang zwar, ne, die gleichen Ressourcen kommen wie er hier oder vergleichbare. Und dann, wenn es weitergeht, dann ist auf einmal, ne, keine Ressourcen mehr zum Zugreifen. Also vielleicht hat er sich da oben hingesetzt, wirklich wegen dem Gold hauptsächlich, weil es halt in dem Umkreis ist und den Doppelsteinen hier, die er braucht. Oder hat er sich hingesetzt, weil er gesagt hat, die Seiten sind so unattraktiv für die anderen, dass er da keine Gegner vermutet. Wir können ja mal speaken. Okay, da ist einer.
Aber hier unten zum Beispiel, ne, so eine Sicherheitsposition, da gibt es ja eigentlich für mich gar nichts. Ja, kein Gold und nichts, wenn du das haben willst, muss er extrem weit rausgehen. Also das ist ja Käse. Also die Position da unten, die glaube ich ist nicht besonders gut. Die ist paranoid, die Position vor allem. Also wer damit klarkommen will, weiß ich nicht. Hier, ne, zum Beispiel der Mongole, der ist glaube ich gar nicht so schlecht. Da ist Sicherheit drin und ein bisschen Gold gibt es halt auch hier in Abstand. Ist es wahrscheinlich nicht episch. Also der Zugriff der Goldressourcen ist hier nicht ganz so gut wie in der Mitte, denke ich mal. Da wahrscheinlich einzelne Arbeiter oder zwei, die zufälligerweise da oben waren. Die nutzen einfach nur die Lage. Ja, also im Grunde genommen ist die Position, die er jetzt hier hat, hier auf der rechten Seite, da ist einer, der sehr schwach sein wird. Da ist quasi gar nichts. Und der hier unten, der ist auch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Also eigentlich gehört diese gesamte Map-Hälfte hier, dieser riesen Quadrant hier, ist tatsächlich Salami seine Seite, ohne dass er das halt irgendwie wusste. Vielleicht hätte er sich das irgendwie angeguckt und kann das lesen, die Map. Ich bin noch zu unerfahren drin, da was zu sagen. Also kann er nicht, also vielleicht ist es auch Zufall, dass er einfach zufälligerweise eine Position hat, von dem er außer sehr gut alle nötigen Ressourcen bekommt und seine unmittelbaren Nachbarn sehr schwach aufgestellt sind. Insbesondere der hier ist ja der Nächste, fast der Nächste, da oben ist vielleicht nochmal, naja. Und der ist ja nichts, der kann ja niemals eine Bedrohung werden, wer da unten ist, ne? Hier oben dagegen die Position, ne? Der hat alle seine Ressourcen an und an. Der wird relativ schnell wachsen können. Und dann als Engländer noch, das könnte unangenehm werden. Der hat irgendwie einen Turm gebaut, okay. Was sie gemacht? Ein Gebäude eingerissen? Ist der rausgegangen, der eine hier? Ja, ne? Der ist rausgegangen, der Spieler. Die haben nebeneinander gebaut und das hat ihm wohl nicht gefallen. Der Turm war wohl zu episch. Also sieht man mehrere Türme. Also der Heiligen-Drei-Spieler hat den dann rausgenommen. Also haben die auch in die Ecke gesetzt, Sicherheitsbedürfnis. Also der Spieler, der hat seinen Gegner ausgelöscht, hat ein paar Ressourcen und vor allem hat er Zugriff aufs Wasser direkt. Der könnte wahrscheinlich auch ein ganz gutes Spiel machen, keine unmittelbare Bedrohung. Die Hemisphäre hier ist fast ganz frei, hier links. Da wollte irgendwie keiner hin. Da gibt es nur hier unten die beiden, die auch nebeneinander gebaut haben. Auch hier geht der Turmkampf jetzt los wohl. Chinese gegen Heilige Römische Reich. Der ignoriert das allerdings, den Kampf. Das wird böse enden. Eigentlich hat er einen Vorteil, weil er die preiswerter bauen kann, die Emplacements. Auf der anderen Seite haben die natürlich Handrohrschützen drin. Also den ausbaut. Also immer von den beiden, das hier haben wird, hat dann die, gewinnen wird den Kampf. Der hat die gesamte linke Hälfte für sich, ne? Spielfeldhälfte. Da geht eine Kapelle hoch. Hat er wahrscheinlich gescoutet vorher. So, hier vorne geht der Turmkampf los. Wir machen wieder nur Salami sich. Wollte mal einen Überblick haben, was los war. Also Salami ist tatsächlich einer der wenigen Spieler mit dem einen da oben, der sich zentral hingestellt hat, um auf alles zuzugreifen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und wie gesagt, also er hat eine relativ hohe Winrate in diesen Spielen, ist mein Eindruck. Na, vielleicht, weil er halt per se Pro ist. Vielleicht aber auch, ich weiß nicht, wie das Kaliber der anderen jetzt ist. Vielleicht aber eben auch, weil er eben sagt, er stellt sich einfach in die Mitte und ist aggressiv, weil alle anderen davor Angst haben. Also, das waren das jetzt hier 8 Spieler. Also, wenn nur 2 von 8 Spielern sich in die Mitte trauen, dann haben die natürlich schon einen sehr großen Vorteil. Und es ist ja auch Mentalitätsfrage, ne? Die in den Seiten werden wahrscheinlich auch viel länger einen Aufbau machen, bevor sie irgendwie irgendwo hin operieren, sodass der gigantisch stark werden kann. So, der Turmwettkampf ist auf jeden Fall im Brand. Naja, hier vorne, der hat allerdings jetzt hier schon einen kleinen Vorteil, ne? Mit 1,5 Türmen. Ja, der macht allerdings einen Fehler. Ich weiß nicht, ob er nicht drankommt. Der tötet die Arbeiter nicht. Er schießt auf den Turm. Er müsste auf den Arbeiter schießen. Also vielleicht war er so minimal noch außer Reichweite. Das war auf jeden Fall jetzt nicht angenehm für ihn. Also er hätte definitiv den Arbeiter töten müssen irgendwie. Weil jetzt sind halt hier 5 Pfeile gegen 2. Allerdings will er das nicht machen, weil sich das nicht lohnt. Dann kriegt er nicht schnell genug down. Und ich vermute mal, jetzt geht es jetzt hier der nächste Turm irgendwie hoch. Also es wird jetzt auf jeden Fall hart umkämpft, das Gebiet. So, jetzt macht er den silbernen Baum. Er hätte jetzt auch sagen können, dass er so langsam auf Einheiten geht und das stärker zum Kämpfen. Das will er aber seine Wirtschaft für nicht opfern. Und macht jetzt hier weiter. Nächster Turm. Wo gehen denn deine Arbeiter hin? Ah, da geht das nächste Gold absichern da unten. Will sicherstellen, dass er zumindest einen Goldvorrat bekommt. Ich meine, er hätte ja auch den nördlichen nehmen können. Aber ich weiß nicht, ob er schon gesehen hat, dass da einer ist. Sieht nicht so aus, ne? Also er wollte unbedingt beim südlichen bleiben. Vielleicht um den unmittelbaren Gegner halt auch zu schwächen. Also sucht er den Konflikt halt eher als zu sagen, er weicht aus. So, Arbeiter. Dann natürlich 5 Arbeiter, die eitel sind. Ne? Das ist ein sehr unangenehmer Kampf. Beim Gegner sind 6 Arbeiter wahrscheinlich. Ja, aber will er auch nicht machen offensichtlich. Er spielt jetzt das Upgrade, damit er das eben auch nicht machen muss. Obwohl dieses Upgrade hier nur einen einzelnen Pfeil mit reinbringt. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Entscheidung bringt. Karawanen werden gebaut, also er will seine Wirtschaft nicht opfern.
Aber jetzt muss ich trotzdem die Frage stellen. Also macht die Karawanenroute für hier vorne, ne? Auf der großen Map bringt die fast gar nichts von. Also ist überhaupt nicht lukrativ, muss man echt sagen. Dann ist sie auch völlig, also ist sie von allen Seiten angreifbar gleichzeitig. Und der opfert natürlich seine Early Aggression hier so ein bisschen. Also war das jetzt wirklich die beste Idee? Klar, wir sind jetzt zwei Karawanen für den Preis von einem, ne? Aber die Lukrativität dieser Karawane 19 Goldstücke, ist ja abartig wenig. Also ne, das ist nicht der Laufweg, die Länge des Laufweges, die absolute, sondern die relative Länge des Laufweges, ne, im Vergleich zur Map. Und der ist halt hier absolut super, super winzig. Also ob die Karawanenstrategie eine starke ist, weiß ich nicht. Es ist natürlich dann schon Wirtschaft und wie gesagt, ihr könnt das ja verdoppeln im Wert, wenn ihr wollt, ne? Weil ihr die mit den Obosteinchen baut, ne? Karawanen dann für halben Preis sozusagen. Wenn man Steine nicht als Preis bezeichnet. Aber irgendwie, also ich sehe noch nicht, dass das episch wird. Den 20% Bonus hat er zwar auch da drauf, ne? Aber ich sehe es halt noch nicht, dass das jetzt eine gute Sache wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er das jetzt auch eher nicht baut für den Anfang, obwohl das dann sehr komisch ist, aber. Dass die Idee dahinter so ein bisschen ist, wenn er nachher eine Route gesichert hat, also sagen wir mal, er weiß, dass keiner mehr hier rechts unten ist, dann baut er da irgendwo in die Ecke was hin, tut die alle umleiten, die Karawanen, hat dann fürs Late Game unendlich Einkommen. Aber selbst dann sind die sehr einfach zu raiden, die Karawanen. Also ich bin noch nicht sicher, dass gerade auch bei den Ressourcen-Spam auf der Map, dass das unbedingt jetzt notwendig war oder zu dem Zeitpunkt sein musste. Also wir können gleich mal Einkommen vergleichen, ja, aber da gibt es natürlich viele Faktoren bei Random Map, die da einspielen. Da kann ich wieder nicht anzeigen, das Einkommen, ne? Okay. Also er führt auf jeden Fall am Punkten um zwei. Das wird aber auch die Obosteinchen sein, die da ein bisschen geholfen haben. Noch eine Defense. So, ihr holt euch jetzt auf jeden Fall Gold damit rein. Ja. Aber also H3 Rush mit einem Redoubt nicht auch gut gewesen? Das ist ja direkt 8000 Gold vor der Basis. Also. Ich weiß es nicht, die Karawane mit Mini-Einkommen. Alles ja ein Pro, er hat es ja wahrscheinlich auch getestet und ausgerechnet, ne? Aber für mich wäre das jetzt erstmal News, dass das sich rentieren sollte. Der investiert ja super heftig da drin. Also klar, weniger Gold, das heißt ja, die brauchen einfach nur länger, bis sie sich rentieren. Aber ja, jetzt kommt hier der Speed-Bonus ran. Er rechnet auf jeden Fall fest damit, dass keiner eine Early Aggression spielt. Das heißt also, ne? Der spielt nur die Dinger und keine echte Defense. Man kann nicht sagen, dass der Turm das verteidigen würde, wenn jemand kommt. Also er rechnet einfach damit, dass sich das auf dem Mini-Einkommen trotzdem lohnt, einfach weil ja keiner angreifen kommt. Weil die alle defensiv wahrscheinlich spielen. Nur bisher scheint das auch zu klappen. Also die Spielerpunktzahl, die kommt ja wahrscheinlich hauptsächlich von den Karawanen derzeit. Und abgesehen von dem England-Spieler Xavier hier vorne, scheint er auch ne, von den Punkten her hier jeden extrem abzuhängen. Und den einzigen großen Unterschied, den ich jetzt gerade sehe, sind die Karawanen. Na klar, es gibt so ein bisschen Anfangspositionen, wann das Haupthaus steht und so. Aber man sieht ja, dass er wirklich die Führung gerade übernommen hat. Und das, obwohl er hier unten noch im Fight so ein bisschen ist. Aus irgendeinem Grund checkt er überhaupt nicht den Norden, als ob da irgendeine Gefahr wäre. So, jetzt stehen die, so, weil die umbauen wollte. Genau, er hat nämlich jetzt hier eine neue Route wohl angemacht. Ja, das, was ich eben meinte, ne? Sagt halt, dass er irgendwann auf eine richtige Route geht. Allerdings, er baut jetzt das Netzwerk dafür. Hat er das gescoutet? Man sieht es halt bei diesen Map-Moden nicht, ob er das schon mal gescoutet hat. Ich habe ursprünglich keinen hinlaufen sehen. Eventuell war er mit dem Kahn mal da runtergeritten. Aber wenn er da jetzt hingeht, dann läuft er ja genau hier unten an dieser Route vorbei, ne? Obwohl das hier auch sehr komisch vom Chinesen ist, dass er seine Gebäude hier weiter ausbaut. Ich verstehe, dass er die nutzen will, aber das ist ja schon ein Investment, was gleich kaputt sein kann, ne? Das ist schon nicht unteuer. Mein Ding ist, wenn er Pech hat, wird die halt aufgedeckt, die Karawane hier durch. Das ist so etwas, das man, glaube ich, beachten sollte. Ansonsten ist natürlich hier kaum was los. Und ihr muss man auch sagen, die Ressourcen hier, da auf dieser Route liegt halt fast gar nichts, ne? Also es ist ein bisschen Holz, ein bisschen Steine. Es gibt halt wirklich auch kaum einen Grund für die Leute, hier massiv zu stehen. Kleiner Goldvorrat vielleicht. Also ich kann, wenn er es wirklich vorgescoutet hat, das lässt sich halt nicht mehr prüfen, dann ist das eine sehr gute Route hier vorne. Aber ich möchte dann trotzdem die Frage stellen, warum er erst mit der Route da links angefangen hat. Der hat ja dann jetzt nichts weiter an Sicherheit hinzugefügt. Da gehen sie hin. Sind auch voll. Ja, der nutzt jetzt hier diesen einen Trick, ne? Dass die mit Ressourcen da schon ankommen. Dass er eine Route weniger hat. Oder wenn, ich weiß nicht, ob er Trick dazu sagen will, aber ne, unter normalen Bedingungen fangen die ja nicht mit Ressourcen an, dahin zu laufen. Aber die Route ist massiv lukrativer und kriegt halt jetzt auch noch Sekundärressourcen dazu. Vielleicht wollte er nur genug ansammeln, um diese Mechanik anzuklicken.
Also die Karawane lohnt sich schon eher. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt episch ist, ne? Keine Frage. Aber das ist schon so ein gutes Stück auf der Map. Also die Hälfte der Map kann man, glaube ich, sagen, sind gute Karawanen. Und dann eben, wie gesagt, hier noch der Speed-Bonus dazu, ne? Die schneller machen. Und weil die alle so passiv spielen, passiert da auch nichts. So hier vorne ist halt die Frage, inwieweit. Also er sieht das, aber der wird wahrscheinlich nicht da oben hinsehen. Die Häuser sehen nicht so weit. Und da sammelt er da fleißig. Und selbst wenn er sehen würde, würde er wirklich Truppen schicken, um die Karawane zu vernichten. Ja, aber damit ist die Sache eigentlich gelaufen, würde ich sagen. Ne? Der hebt jetzt hier richtig ab. Also jetzt, wo die Karawane halt hier vorne diese Riesenressourcen abliefert, das ist ja abartig viel. Ne? 1700 und es gibt keinen, der auch nur annähernd rankommt. So, tatsächlich hat der Daily-Spieler das entdeckt, die Karawane, und hat gesagt, das möchte er sich doch nicht anschauen. Das hat er aber wohl nur entdeckt durch Zufall, weil er das Gold hier abbaut. Und er baut das Gold da ab, weil das Gold hier von Salami contestet wird. Eventuell Salami überlegen soll, ihm das Gold hier zu schenken, damit er nicht auf das nächste Gold ausweicht. Das da oben war es natürlich auch zufällig, hätte auch da unten hingehen können, aber hier ist kein Durchgang offensichtlich. Das hätte Salami eigentlich sehen können bei diesem Map-Mode. Ja, also offensichtlich möchte der nicht, dass der Mongole unendlich viel Gold sammelt. Ja, das ist natürlich jetzt hier eine Frage, wie möchte Salami jetzt seine Handelsroute beschützen? Möchte er sie wieder auf die andere Route umleiten oder möchte er jetzt hier eine Armee bauen dazu? Ja, und er möchte eine Armee bauen, er will das jetzt einreißen, das Zeugs. Also er wird wahrscheinlich Ramböcke machen und Speere. Boah, brutal, was der für eine Karawanenroute da hat. Die Türme selbst bringen natürlich nur was, wenn da auch Bogen rausschießt, ne, muss man sagen. Noch bringen die nix die Teile. Und gleich kommen da wahrscheinlich einfach Ramböcke vom Salami und hauen die kaputt, die Dinger. Das Problem für den Spieler hier unten ist halt, wir können nur die Punkte mal angucken, dass er wahrscheinlich massiv schwächer sein wird. Wobei, nee, das Xavier, das ist der nächststärkere. Aber der nächststärkere, der hat 1000 Punkte im Vergleich zu 2500. Also, wenn er das Duell eingeht, ne, ist er tot. Das kann er nicht gewinnen eigentlich. Hängt halt davon ab, ob jetzt noch ein zweiter Salami angreift. Mehr Schafe. Mehr Gold. Ja, die Route schon ganz nice. Und ist auch zwischen zwei neutralen Handelsplätzen, also 20% Bonus. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man es zwischen zwei macht, ob man sogar 40% Bonus reinbekommt. Das noch nie angeguckt, genau. Dürfte eigentlich immer nur noch 20 sein, weil die nur beim einen abliefern. Also wenn nur der 20er Bonus da oben müsste eigentlich zählen. So, noch reiten die hier durch, verlieren dabei allerdings Leben, wie man sieht. Aber es sind so viele Karawanen, also da muss schon ein bisschen mehr Obst kommen, damit das überhaupt einen Effekt auf die Route hat. Also ich würde sagen, die Seidenstraße, die wird er so nicht kaputt kriegen. Also Salami hat tatsächlich genug Zeit, hier eine Truppe aufzubauen, die das dann kaputt machen. Ja, da kommt auch der Speer-Spam. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann, ne, Anti-Bögen, also das mit Fackeln offensichtlich machen. Ne, sagt jetzt nicht, dass er unbedingt einen Rambock nehmen muss. Waffenknechte, ich habe gerade Speere gesagt, die Waffenknechte. Ja, ne, also das wird jetzt, genau, der wird immun sein gegen Pfeile, der wird einfach der Fackel einreißen, der braucht da keinen Rambock. Und die Arbeiter tötet ihr gleich mit, na gut, die gehen natürlich in die Häuser rein. Ja, aber er macht jetzt einen Pfeilschutz, er hat mit den Waffenknechten schon einen Pfeilschutz. Und jetzt wird er wahrscheinlich die Dinger alle kaputt hauen. Und dann ist dieser Xavier-Spieler noch mehr geschwächt, weil überlegt nochmal kurz, der Xavier-Spieler hat sich in die Ecke hier vorne gesetzt. Ne? Der hat kein Gold, der kann eigentlich das Gold hier vorne nicht ausschlachten, weil es contested ist, das da oben wird gerade weggeräumt. Und dann ist er ja eigentlich faktisch raus. Also theoretisch könnte ein Salami, wenn er wüsste, wo die Basis ist, einfach hingehen und ihn wahrscheinlich so auslöschen. Also der Spieler hat einfach keinen Zugriff aufs Gold mehr. Das zeigt, wie schwach diese Position war. Der kann nicht nach rechts oder so ausweichen. Ne? Und er hat auch nichts davon, dass er nicht angegriffen werden kann. Und die Pfeile, die gehen zwar jetzt auf die Karawanen runter, aber der verliert trotzdem alle Türme dafür. Ja, sagen wir so, die Karawanen hätte er theoretisch auch anhalten können oder die Route kurz ändern können. Ne? Aber der opfert jetzt einfach dafür, dass die Armee auch ganz bleibt. Das ist, glaube ich, auch kein Riesendrama. Erster Turm weg, gleich zweiter Turm weg, dann sterben die Arbeiter. Also Xavier, würde ich sagen, hat es hinter sich. Und dann sind die Goldvorräte hier unten auf einmal ohne Probleme frei für den Mongolenspieler. Dann geht es da weiter. So, der Redoubt, der ist schon hardcore am Arbeiten. Zweite Schmiede, hat ja unendlich viel Gold. Ja, also man muss es halt einfach sagen, die Idee, einen Pro die Mitte der Map zu geben, eine Handelsroute aufbauen zu lassen, die epischer so nicht sein könnte und das gesamte Spiel zu schenken, also die sind, glaube ich, alle ein bisschen zu defensiv. Also da ist ja keiner in der Mitte, der was macht, ja. Also der Rote ist der Einzige, der das contesten wollte ein bisschen. Und selbst der war eigentlich schon aufgrund seiner Position zu schwach dafür.
Also ich würde davon abraten, dem besten Spieler die besten Chancen zu geben. Ja, das ist generell eine schwache Strategie, das wäre so mein Fazit. Also wenn die den jetzt besiegen wollen, haben die halt das Problem, dass das keiner einzeln mehr schaffen kann. Die müssen halt, ohne miteinander sprechen zu können, so nehme ich an, dass sie nicht im Discord waren, müssen die halt jetzt einen koordinierten Angriff durchführen. Wahrscheinlich mindestens zwei und selbst bei zwei würde ich vermuten, dass sie das nicht mehr schaffen. Wenn ich nur die Punkte angucke, ja, der hat ja doppelt so viele Punkte wie die nächsten Besten hier. Mehr als doppelt so viel fast. Also eigentlich müssten sich die zwei Stärksten verbünden, was ja so nicht geht, und müssten einen koordinierten Angriff durch die Mitte schlagen, was wahrscheinlich so auch nicht geht. Und selbst dann wären sie im Nachteil, weil einer seine Armee trotzdem besser steuert als zwei verschiedene Spieler. Und selbst dann wären sie nur gleich stark wie er. Also drei Spieler müssten sich random zufälligerweise zum gleichen Zeitpunkt in der Mitte treffen. Das wird niemals passieren. Das ist völlig undenkbar. Obwohl da hat Salami, glaube ich, hier eine überlegene Strategie für dieses Szenario gewählt. Und der schwächt ja noch jeden Einzelnen so ein bisschen, ne? Das macht er ja. Also der unten hat jetzt alles Gold verloren, der hat jetzt sein Popcap gerade verloren. Also was Salami da spielt, ist wirklich super, super gut. Man könnte aber auch sagen, dass was die anderen, also er spielt super gut in Kombination, die anderen spielen das einfach ihn in die Hand, ne? Es geht hier ein einzelner Turmbruch, aber der hat die Lage natürlich völlig falsch eingeschätzt. Mit seiner Stärke kann er niemals mit Mongolen arbeiten. Das müsst ihr aber auch wissen, dass diese Karawanengeschichte hier, gerade wenn er hinten auf vier Türme oder fünf Türme verliert, so kann der auch nichts bringen. Also das sind so, ich weiß nicht, was das ist. Also wenn er da gerade fünf Türme verliert, dann bringt der eine Turm hier vorne natürlich auch nichts, ne? Ist ja klar. Und Holztürme mit Pfeilen sind nicht gut gegen Waffenknechte. Da sind ein paar Schafe über, da hat er vielleicht ein bisschen überinvestiert bei den Schafen. Ich glaube nicht, dass das notwendig war. Ja, die Marktplätze ein bisschen ausgebaut. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier auf, keine Ahnung, PopCap 200 gehen möchte mit Karawanen oder was die Idee da ist. Und so sagen, er möchte einfach unendlich viel Einkommen einsammeln, dass er nachher autark ist, wenn das Spiel weitergeht. Also er baut hier eigentlich nur Wirtschaft. Klar, er hat auch jetzt Armee dabei, aber das hier schon sehr, ne, sehr deutlich. Dem wird einfach keiner mehr abhängen können. Das ist halt... ich weiß nicht, was die anderen Spieler da versuchen. Ne? Die spielen ihr eigenes Ding vor sich hin. Also wenn ich ein Spiel machen würde, wo Salami dabei ist oder irgendein anderer Pro, dann würde ich ihn nicht maximal ignorieren. Also zum Beispiel diese Truppe, da hätte jetzt helfen können, da oben ein paar Karawanen auszuschalten. Aber er hat halt wohl nicht gescoutet, da wollte er nicht hingehen. Hier wird halt gemütlich aufgebaut. Interessanterweise ein Mainwerkpalast, okay. Ja, die Flotte ist raus, okay. Hat wohl dem anderen gehört. Der Heilige Römische Reichsspieler, wenn ich das richtig sehe, das war gar nicht seine Flotte, hat sich entschieden, nicht Schiffe zu bauen. Also das Wasser ist normalerweise schon lukrativ. Ist halt einer der Hauptgründe, sich ans Wasser zu stellen. Hier unten werden Mauerstücke gebaut. Der Chinese, der setzt halt hier auf Wirtschaft offensichtlich. Hat seinen Nachbarn halt ausgelöscht. Das war das Projekt eben, wo er Turm gebaut hat und der Nachbar nicht. Und da dem Chinesen gehört die gesamte linke Map-Hälfte. Verzichtet allerdings auch auf Schiffe, witzigerweise. Das auf. Ja, also das ist halt... ne, der ist jetzt raus, ist klar, der hat keine Chance mehr gehabt. Also zumindest eine schlechte, kein Goldressourcen zur Verfügung. Ja, also für mich ist das ziemlich deutlich jetzt an der Stelle schon gewonnen. Klar, wir haben mehr Infos als die anderen, aber ne, der kämpft für sich, der kämpft für sich, der kämpft für sich und der kämpft eigentlich auch für sich. Beziehungsweise die Hacken töten sich sogar gegenseitig. Ja, also während die sich die Ressourcen gegenseitig kaputt machen und die da unten turteln, tut Salami unendlich viel Einkommen sammeln, als ob es kein Morgen geben würde. Was für ein Spiel ist das? Ja, ich spiele Game Boy das nicht so häufig. Ne? Ich habe den jetzt ein paar Mal gespielt und mein Eindruck war, dass ihr dürft einfach nicht blind eure Wirtschaft hochspielen und euch einigeln, eben aus genau diesem Grund, dass einer dann oberepisch wird. Ihr müsst meiner Meinung nach immer wieder scouten gehen, um die Lage einzuschätzen. Und ich habe das Gefühl, dass das hier nicht passiert ist. Also ich verstehe den Spieler im Norden, der könnte auch nicht viel machen, der kann nicht einfach jetzt da vorbeilaufen und so. Den Teil verstehe ich schon so ein Stück weit, will sich auch die Ressourcen sichern, dass der Nachbar ausschaltet. Aber es bedeutet natürlich, dass Salami gleich keine Gegner mehr hat. Also wenn nachher noch drei Mann überbleiben, ist er genauso stark wie die drei Mann, die übergeblieben sind. Und dann ist das Spiel halt gelaufen, was Salami ist. Also vielleicht kennen die den Namen nicht, ne? Aber wie gesagt, also den Pro, den würde ich jetzt extra nochmal scouten in dem Spiel. Die ganze Mitte, vielleicht sollte ich auch öfter mal diesen Nomad spielen. Einfach in die Mitte setzen und da alle turteln, habt ihr dann GG gewonnen. Ihr müsst ja nur einen, der euch ärgert, auslöschen, was er ja quasi mehr oder weniger gemacht hat, also die Ressourcen gelockdownt hat.
Ja, Salami hat jetzt genug Gold, sagt er. Geht jetzt auf in den Kampf. Ja, fast 7000 Gold hat er über. Die Karawane macht ihn halt episch reich. Weiß nicht, was er jetzt bauen möchte. Mangudals? Kann auch Handtuchschützen machen. Ist das nicht schon ein Warnsignal, dass er relativ früh viertes Zeitalter gegangen ist? Also, er ist der Einzige, der viertes Zeitalter ist. Das heißt, selbst wenn die Punkte nicht sehen, die anderen, ich weiß nicht, ob die das anhatten in der Anzeige, das kann man ja vor dem Spiel einstellen, müssten die sehen, dass er viertes Zeitalter gerusht ist, was auch schon mal ein Warnsignal sein könnte. Also, das ist sehr brutal, ne? Also, wenn sich der Rest des Spieles, es sind ja noch vier Spieler über, wenn die sich jetzt verbünden, dann haben sie minimal mehr Punkte als er. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die koordiniert ihn angreifen und besser als er Mikron, die geht gegen null, vermute ich. Also, das. Vielleicht sehen sie die Punkte ja nicht, kann ja durchaus sein. Aber dass er viertes Zeitalter gerusht ist, ist ein deutliches Signal dafür, dass er eine gute Wirtschaft hat. Und nicht einer von denen scoutet das. Ich sehe halt, also auf dem Web sieht man auch nicht so viel, vielleicht übersehe ich es, aber ich sehe eigentlich keinen einzigen, der irgendwie einen Scoutreiter hochschickt. Da kommt jetzt mal eine Mongolenhorde, die wahrscheinlich einfach hier, ne, so raiden möchte. Das ist auch eine gute Sache. Ist aber natürlich zu spät, zu wenig. Also selbst wenn die jetzt Arbeiter töten, er hat ja unendlich viele Ressourcen schon. Zumal er wahrscheinlich jetzt Mangudais baut, um wahrscheinlich solche Raids zu umgehen. Sammelt schon die Relikte ein. Bam. Lässt sich jetzt von dem Turm beeindrucken. Okay. Also nachdem ich das jetzt sehe, habe ich auch Lust, das zu spielen. Wenn ich das mache, mich in die Mitte setze, werde ich bestimmt direkt von drei Leuten angegriffen. Da schwöre ich drauf. Aber bei Salami klappt das. Und wie gesagt, der macht das ja öfter, solche Sachen. Also der Erfolg gibt ihm da ja auch ein bisschen recht. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen die Tatsache, wenn er mit Random spielt, und ich vermute einfach, dass Random sind, die haben vielleicht doch gescoutet, haben den Namen Salami gelesen und haben gesagt, nee, da gehe ich nicht hin, das sollen die anderen machen. Also vielleicht gibt es da auch so einen psychologischen Effekt dazu nochmal. Vielleicht ist ja ein Ziel, einfach nur lange im Spiel zu bleiben. Kriegt alle Ressourcen. Die 30 Steine sind für Mongolen sicher eine extrem epische Ressource. 30 Steine kriegt er für jede Karawane. Ich will gar nicht wissen, wie viele Einheiten der doppelt umsonst baut. Also er hat ja hier 1800 Steine gleich über. Er hat einen Stein, der kommt von 900. Also das ist ein Mongole, ne? Der kann halt in seinem Obo, wo immer das Ding jetzt auch gerade steht, kann da eine Doppel-Einheit im Prinzip bauen, verbesserte Text freischalten. Oh, ist das witzig, das Spiel. Ja, Mangudai hat er geholt. Mangudai mit Waffenknechten, okay. Wollte wahrscheinlich nicht umritten werden von den gegnerischen Mangudais. Ja, und er sagt sich jetzt, er macht er noch nicht, aber er könnte jetzt einfach hingehen und einfach versuchen, einen Spieler auszulöschen. Die Gefahr ist natürlich, dass dann auf einmal ein Angriff kommt, obwohl die Mentalität da oben das nicht zeigt. Also der Engländer, der wurde einfach nur geschwächt vom Heiligen Römischen Reichsspieler und ansonsten, genau, die hacken sich jetzt hier gegenseitig. Der geht jetzt oben wieder angreifen. Also, es müssen die doch gesehen haben, dass die Wirtschaft von einem anderen Spieler aufgrund des vierten Zeitalters besser ist, selbst wenn sie die Punkte nicht sehen. Die müssen doch auch gesehen haben, dass vier Leute raus sind. Das wird doch angezeigt, wenn die rausgehen. Dass die hier vorne ihren Kleinkrieg führen. Ich meine, es ist ja sehr löblich, dass sie sich kloppen wollen, aber. Ne, also, das spielt doch dem in die Hand, der eigentlich. Also, die haben ja keinen dieser vier Spieler ausgelöscht. Ja, da hinten, der könnte man sagen, der ist rausgegangen, das hat er gesehen, aber weiß nicht, ob daran schuld war. Aber im Grunde genommen haben beide Spieler keine von den vier ausgelöscht. Das heißt, sie müssen wissen, dass vier Spieler irgendwo in der südlichen Hemisphäre ausgelöscht wurden. Ja? Und die haben gesehen, dass Salami viertes Zeitalter vor allen anderen in Rekordzeit gegangen ist. Diese beiden Indikatoren sagen doch deutlich, die sollten hier nicht ihren eigenen Bürgerkrieg führen. Das ist, also, strategisch eröffnet sich mir das gar nicht, diese Option. Dann kann man natürlich auch sagen, der Engländer hat nicht viele Optionen, wenn der Heilige-Spieler einfach durch seine Basis die ganze Zeit kloppen möchte und will den Sack jetzt zumachen, aber an der Stelle ist das Spiel halt auch verloren, ne? Kann durchaus sein, dass der eine das andere aufgezwungen hat mit seinem Angriff, aber so funktioniert das, glaube ich, nicht. Als ob man Autounfall sich anguckt. Man kann nicht weggucken. Der Chinese baut weiter seine Mauern. Was für ein Projekt. Also der setzt halt auf eine Strategie, die ist, glaube ich, sehr beliebt in diesen FFA-Spielen. Ich igel mich so ein und hoffe, dass die anderen sich in der Zeit töten, dass ich dann, wenn ich rauskomme, den Rest aufmoppen kann. Das könnte wahrscheinlich funktionieren, wenn es nicht heilige Stätten gab, nicht Relikte geben würde und es nicht episch viele Ressourcen auf der Map verteilt wären. Ansonsten halte ich es für eine sehr schwache Strategie. Der lockt ja nicht die ganze Insel da down, ne? Da kann man ja überall reingehen mit dem Bötchen oder wie auch immer oder einfach mit der Bombarde Klick machen. Und da halte ich das für eine sehr, sehr schwache Strategie. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auf unteren Skill-Leveln tatsächlich sogar funktioniert ein Stück weit, weil seine Wirtschaft
genauso stark wie die anderen. Nur würde ich im Moment vermuten, dass Salami seine Wirtschaft, wir können es vergleichen mit der chinesischen, also die Wirtschaft selbst sehe ich jetzt nicht, aber Salami hat mehr als doppelt so viele Punkte wie der Chinese, der da unten nur eigentlich Aufbau betreibt. Ne? Und das liegt halt so ein bisschen an der Lage, die er nutzt. Der macht halt mehr daraus. Aber sowas hier werdet ihr wahrscheinlich sehr selten sehen in einem FFA-Spiel. Ich weiß nicht, wie viel er gebaut hat. Also auf jeden Fall am Popcap. Hat 80 Militär bei 120 Wirtschaft aufgehört. Und mit den 80 Militär räumt er jetzt einen Spieler vom anderen weg. Ich sehe halt nicht mehr, was die machen wollen. Jeder seine kleine Armee reicht halt einfach nicht, ne? Zumal die beiden kleinen Armeen im Norden sich gegenseitig ausbluten. So, und das ist fertig mit dem Heiligen Römischen Reichsspieler. Aber dann auch, ne? Wenn er ihn jetzt getötet hat, der ist nicht annähernd stark genug, um alleine dagegen vorzugehen. Und der im Süden, der ist ja gleich ausgelöscht. Und der hier im Westen, der möchte ja Turtle spielen. Das ist so vorbei, die Runde. Salami musste nichts machen, außer Wirtschaft aufbauen, im Grunde genommen, ne? Und danach den Blob mit Rechtsklick auf irgendeinen Gegner schicken. Naja, der macht ihn da einfach jetzt fertig. Also, der kann ja wirtschaftlich gar nicht mithalten da im Süden, ist ja völlig undenkbar. Sein Redoubt ist auch irgendwie inaktiv, den hat er auch gar nicht mehr umgestellt. Ich vermute mal, der ist nicht rausgegangen, hat aber schon aufgegeben. Ne? Also, der hat den Redoubt nicht umgesetzt. Die benutzen den Redoubt, um Holz zu hacken. Jo, das ist vorbei. Also, er kann die Wirtschaft kaputt machen, also das, der geht jetzt einfach jeden Moment raus oder er macht den Haupthäuser kaputt. Ja. Der Engländer auch hier, gar keine Defense nach Süden, keine Palisade, keine Scouts, keine Türme. Der rechnet einfach damit, dass keiner aus der gesamten südlichen Hemisphäre jemals nach Norden reitet. Tatsächlich ist das auch gar nicht so verkehrt, wenn ich mir die Map angucke, weil da sind ja keine Ressourcen im Norden. Also der einzige Grund nach Norden zu reiten ist, dass man einen auslöschen will, à la random. Ne? Also man reitet erst dann nach Norden, wenn der Engländer nach Süden das Gold contesten würde, was irgendwie keiner haben will. Oder heilige Städte oder so hier. Dann würde man nach Norden reiten. Das ist vielleicht der Grund, warum man nicht nach Süden geht. Obwohl die, also ich weiß nicht, ob die hier steht, die Farm. Die könnte ja auch da stehen. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich hier sehe. So, ist vorbei. Er hat jetzt den nördlichen Spieler ausgelöscht. Kriegt natürlich nichts dafür, ne? Also die paar Goldvorräte, die da über sind, die lohnen sich nicht. Die werden noch abgebaut von den neutralen Arbeitern. Super Feature an dem Spiel. Die muss man vielleicht töten, damit das Gold, sonst für ihn ja das Gold weg, ne? Die sollte er schnell töten, denke ich, damit da nichts passiert. Aber er hat im Grunde genommen im Norden jetzt nichts erobert. Er hat jetzt nur dafür gesorgt, dass der, also er hat jetzt auch keine Wahl gehabt, wie gesagt, weil der Norden am Süden kam. Wenn euch jemand hauen will, könnt ihr nicht einfach ignorieren. Das geht halt nicht. Ne? Aber ja, nee, nein. Ich denke mal, dann ist er den Süden ausgelöscht. Genau, also im Grunde genommen ist jetzt nur noch der Chinese mit ein bisschen Kampfkraft über und der ist am Turteln. Ja, und Salami macht jetzt gerade einen heiligen Städtesieg, vermute ich mal. Genau, wird auch die Defense aufgebaut. Jetzt kann der Chinese seine Wirtschaft zu Ende aufbauen. Gratulation zu Anno 1404. Und das Spiel ist jetzt vorbei. Also der Mongole, der sichert jetzt einfach mit unendlich vielen Türmen einfach alles ab. Er hat ja die Ressourcen dafür. Also er hat ja eine, also er könnte auch ein Weltwunder eigentlich gleich bauen. Und er hat ja, also wir können ja wissen, wenn der Wirtschaft, er hat 120 Wirtschaft, aber er hat nur 36 Arbeiter. Das hat er so 80, 90 Karawanen hat er dann, ne? Ist das abartig, Mann. Ja, und jetzt macht er Heiligen Städtesieg. Zu seiner Medien nebenbei noch benutzt. Die müssen wir noch anklicken, den will er wohl noch nicht. Ich vermute, er baut erst die Verteidigungsanlagen. Relikte werden immer noch gesammelt. Er verbaut erst die Verteidigungsanlagen, bevor er das letzte baut, weil er will nicht, dass die dahin gehen, bevor er eben die gesichert hat, vermute ich. Wie viele Relikte hast du inzwischen? Hast du dein Goldeinkommen? Ah, nur 5000. Wo ist denn dein komisches Zelt? Da. Hat wahrscheinlich noch ein zweites irgendwo gebaut, oder? Sehe es gerade nicht. Oder er sammelt wirklich. Oh, juckt. Steckentempo, kann sein. Ja, jetzt holt er sich den nächsten. Ich glaube auch nicht, dass die Mangodites zum Ziel normalerweise haben, einen Spieler die Basis kaputt zu machen, sondern wirklich einfach nur die Armee zur Restenzeit zu gewinnen und die Wirtschaft zu ruinieren, damit die halt wieder Wirtschaftsaufbau betreiben, mit der weiter seinen Dingen weiter aufbauen kann, seinen Vorteil. Also ich glaube wirklich, dass das die Idee hinter den Mangodites ist. Ne? Alle tot. War jetzt nicht so die Überraschung, muss man sagen. Aber er hat ja oben eine neue Basis gebaut, also er macht das gemütlich und macht auch einen Palast dazu, sehr gut. Hat eine sichere Basis. Gewinnen, bis alle ein Disconnect haben, das ist die Strategie. Ja, warum nicht? Also ich hatte auch schon mal ein Disconnect. Ja. Ja, es sind nur noch der Chinese im Grunde genommen über, da links. Und der baut jetzt seine Bombarden zumindest und greift jetzt die Türme an.
die alle schon eine Kanone haben. Trotzdem, die Chinesen und Baden können ja schon aufräumen. Wo ist denn der Übergang? Ich sehe das immer so schlecht an der Grafik hier. Also da unten war eben einer. Es gibt manchmal auch Wasserübergänge, das sehe ich ja nicht gut. Hier vielleicht? Ich glaube nicht. Ja, der kämpft jetzt hier gegen die Türme. Das ist ein Übergang auch nicht, ne? Ich glaube, da sind keine, außer den da unten und hier oben der. Aber er hat das ja, hat er ja da unten. Ja, da baut jetzt weiter Türme. Heilige Städte, so, jetzt haben wir Heilige Städte Sieg, ne? Zack. Und, naja, ist schon, ne? Ist durch. Aber er hat nicht mehr doppelt so viele Punkte wie der Chinese. Also er hat seinen Vorteil nicht mehr weiter ausbauen können wegen dem Popcap. Das begrenzt ihn einfach eben, ne? Dass er weiter explodiert. Aber ich glaube, selbst wenn das ein Marine Lord oder ein Viper wäre, der Chinese, mit den paar Ressourcen kann der einfach Salami nicht besiegen. Das kann er vergessen. Salami macht sich auch gar nicht die Mühe, da weiter durchzureiten. Taggt alles weiter durch. 17 Ritter sind in Produktion. Hat einfach mal alles gecued wahrscheinlich. Neue Mango Dice. Ja, vom Popcap kann er ja nichts machen. Er queued das einfach nur, weil er auch die Ressourcen hat. Theoretisch könnte er auch parallelen Weltwunder bauen. Da 1000 Türme. Hat 4000 Steine über. Mhm. Ja, der reicht der Turm halt nicht da hinten. Also er muss ja mit Bodentruppen hin übersetzen irgendwo. Der Chinese. Dann die ganzen Ritterdinger. Produktionsanlagen, also erstmal ist das seine Armee, die bleibt bei 80 Popcap, ne, die sind zum Arresten da, die sind wirklich zum Kämpfen da. Und so sehen seine Produktionsanlagen aus. 32, fühlt sich nach viel an, aber für das, was er an Ressourcen hat, kann er tatsächlich auch mal locker 60 bauen. Und am Platz mangelt ihn auch nicht. Also, ne, wenn ich jetzt wirklich nur um den Heiligen Städten Sieg gehe, und das kann ihm egal sein, ich kann auch mit Armee besiegen, Ressourcen, Weltwunder, kann mit allem jetzt siegen. Aber wenn es nur um die Heiligen Städte gehen würde, wäre es zum Beispiel eine Idee auch, einfach nochmal hier 10, 20 Kasernen zu bauen oder so, um die Heiligen Städten, dass wenn ein Trupp stirbt, der direkt wieder vor Ort spawnt. Ne? Das könnte sich absolut leisten und dann kann er sein Popcap eben damit effizienter nutzen. War das der Flächenschaden der Kanone? Hab nie gesehen. Leute, der Einschuss hat gerade drei Mann getötet. Er tötet einfach gemütlich weiter den Engländer. Der macht sich gar nicht die Mühe, gegen die Chinesen zu verteidigen. Er weiß, dass der Chinese hier angreift. Ne? Aber also, das ist ja nicht wirklich Mühe. Der baut einfach nur Türme, weil die Türme nichts kosten. Ihn, er hat ja die Ressourcen und den Gegner unendlich lange aufhalten offensichtlich. Ne? Guck mal, also er hat jetzt hier 5 Bombarden erst. Ja? Das dauert ja eine Ewigkeit, bis der Chinese da durch ist. Und bis dahin ist der Engländer ausgelöscht. Oh Gott, was sehe ich mir da an? Das war halt verloren, als die Karawanenroute von links nach rechts hier gelaufen ist und das keiner contesten wollte, weil es keiner gesehen hat, bis auf einen. Und der eine war zu schwach, um es zu machen. Ich will das jetzt auch spielen. Gucken, ob das funktioniert. Aber ich kriege auf jeden Fall aufs Maul, wenn ich das mache. Ich weiß das jetzt schon. Ja, ja, hier vorne, ne? Ist mir egal, wenn die Arbeiter sterben, kann der sofort nachbauen. Also der kann jetzt einfach, ne, seine 10.000 Nahrung tauschen in Arbeiterform oder meinetwegen 1.000 von Holz. Kann er ja auch hier am Markt das umtauschen, wenn da was fehlt, gegen das hier. Und der ballert sich da langsam durch, aber es bringt halt nichts. Zack. Der upgradet die auch, weil er 5.000 Steine hat, ne? 1.500 Steine Einkommen hat er. Für Mongolen sicher eine nette Option. Ja, da oben sammelt er langsam die Truppe an. Der Chinese ist auf jeden Fall tapfer, dass er nicht aufgeben will. Ja, wir warten eigentlich nur noch aufs Ende, habe ich das Gefühl. Ja, der Engländer, der kann nichts machen. Also er hat sich hier eingetürtelt. Aber ich glaube, das ist wirklich diese Strategie. Ich warte auf die Disconnects der Gegner. Anders, ne? Weiß ich nicht. Sag mal so, in diesem Game-Modus, theoretisch ist es ja möglich, dass er mit sowas wieder ein Comeback feiert. Ne? Dass er wieder hocharbeitet, wenn die anderen sich die ganze Zeit hin und her machen. So ein Spiel kann ja mal locker 2 Stunden gehen. In einem Spiel, wo nur noch 3 Leute über sind, er davon existent nicht mehr existiert und der eine doppelt so stark wie der andere ist, ist das natürlich keine Option. Aber es ist natürlich sonst eine sinnvolle Option, nicht früh aufzugeben. Und da kann man das jetzt hier schon üben, aber es hat natürlich jetzt in diesem Spiel keinen Effekt und das müsst ihr auch wissen. Vielleicht will er auch den Chinesen nicht alleine lassen, ne? Ist ja durchaus löblich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Türme hat er ausgelöscht. Hat aber nichts gebracht, er ist keinen Millimeter näher gekommen an die Heilige Stätte. Obos alle, habe ich gerade gehört. Die Chinese kämpft sie erfolgreich durch. Ja.
Also wir warten eigentlich nur noch auf, dass es halt runter tickt. Ich mache das mal einen Tick schneller, weil ich das Gefühl habe, dass da nichts passiert. Ich will nur nichts verpassen, falls noch was passieren sollte, aber ne? Genau, jetzt gehen sie wieder. So, also hier Grenadiere, die machen ein bisschen Flächenschaden. Ist bei der Masse wahrscheinlich völlig irrelevant. Turm war nicht ausgebildet, ne? Es hatte Rüstung vergeben statt, also ne, mehr Leben und so, wie hier gemacht. Es hat Kampfkraft vergeben, ich sehe das Ding jetzt gar nicht schießen. Der sammelt weiter ein, also der ist jetzt auch nicht Larifari geworden, ne? Der macht sein Spiel weiter. Da werden jetzt hier Dings gebaut, Kanonenstellungen in den Türmen. Geht halt um den heiligen Städtesieg. Wollen wir mal gucken, wie viele Relikte der gerade hat. Der hat wirklich nur diesen einen Mönch gebaut, oder Schaman in seinem Falle, ne, der Relikte sammelt. Der hätte ja locker Beere bauen können, um das zu beschleunigen. Aber ich will auch mit den Ressourcen machen, ist ja, da hat er ja nichts zu tun. 14 Arbeiter sind hier immer normal am Bauen. Ich denke halt auch, dass gerade wenn man Mongolenspieler in so einer Runde hat, dass man die ist rausgegangen. Ist nur noch der Engländer drin. Ja, es ist jetzt ja getrollt. Wenn man Mongolen hat, dass man die vielleicht zuerst auch rausnehmen sollte, weil die können nur ein aggressives Spiel spielen. Wenn in dem Spiel im Late Game keine Mauern und Palisaden habe, halte ich das für sehr gefährlich. Plus, wenn die im Late Game überleben sollten, dann ist es halt so, dass sie dann mit Mango-Dice und Reitern eure Wirtschaft kaputt machen, genauso wie wir es hier gerade gesehen haben. Der eine Mongole hat es im Süden versucht, er hat es im Norden gemacht. Also von daher, wenn Mongolen im Spiel sind, sollte man vielleicht nochmal extra gucken, wo die Mongolen sind und was die anstellen. Ich glaube, das wäre hier doch nochmal gerechtfertigt. Ja, Salami hat das gewonnen. Und man kann, glaube ich, sagen, dass das, auch wenn das Spiel Zufall heißt, dass das kein zufälliger Sieg war. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.